Ja, was ist denn mit dem Aktienmarkt los? Die Anleger scheinen sich zu sagen, neues Jahr, neues Glück. Denn auch heute geht's weiter nach oben. Der Deutsche Aktienindex notiert mittlerweile bei 6.147 Zählern mit wiederum 72 Punkten oder 1,2% nochmal im Plus. Und das, obwohl viele Experten und auch Privatanleger hier an der EUWAX eher mit Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt gerechnet hatten. Nach den starken Kursgewinnen des ersten Handelstages des Jahres, also den gestrigen Kursgewinnen, rechnete man doch heute eher mal mit einer Verschnaufpause, aber diese tritt bisher zumindest mitnichten ein. Und was soll man denn jetzt machen, wenn man hier auf der falschen Seite unterwegs ist? Nun, ich habe das Gefühl, dass viele Anleger gelernt haben, vor allen Dingen aus den heftigen Bewegungen im vergangenen Jahr, aber auch schon seit der Lehman Brothers Pleite 2008, da setzt man sich immer wieder enge Stoppkurse, sodass es, auch wenn es mal in die falsche Richtung geht, nicht ganz so schlimm wird. Zumindest nicht bei der Mehrheit. Hier sind viele ausgestoppt worden, aber aktuell auf diesem Niveau versucht man es erneut. Mit Put-Optionsscheinen und Short-Zertifikaten aktiv auf eher fallende Kurse im Tagesverlauf zu setzen. Das ist natürlich, wenn eine solche Dynamik im Spiel ist, im Markt ist, auch gewissermaßen eine riskante Angelegenheit, aber dieses Risikos sind sich die Anleger sicherlich auch bewusst. Wir haben durchaus unterstützende Faktoren gehabt, nämlich der chinesische Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor. Der ist sehr, sehr gut, überraschend gut ausgefallen. Der lag nämlich zuletzt im Dezember jetzt bei 56 Punkten. Und 49,7 Zähler waren es nur im Vormonat. Also der ist deutlich gestiegen. Und jetzt hoffen viele auf ähnlich gute Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wird die Konjunktur möglicherweise doch nicht so schlecht laufen, wie das viele prognostiziert haben? Das ist noch ein großes Fragezeichen. Eine gute Nachricht gab es auch vom Arbeitsmarkt. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren. Im Jahresdurchschnitt waren es im vergangenen Jahr 2,976 Millionen Arbeitslose. Zuletzt war nur 1991 eine niedrigere Zahl festgestellt worden. Im Dezember fiel der Rückgang der Arbeitsplätze auch nicht so stark aus wie sonst in den Wintermonaten. Im Dezember waren 2,78 Millionen Arbeitslose registriert, 231.000 weniger als im Jahr 2010.